Hi, hier ist der Frank von footbloghamburg.de. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Am Samstagabend sitze ich so vor meinem Rechner und gucke mir bei YouTube mal meine Statistiken an. Und auf dem Weg dahin sieht man ja dann immer so die ganzen Videos, die einem so angezeigt werden von den ganzen Channels, die man alle abonniert hat. Und da lande ich bei einem Video von Kitchen Grammy. Guck da so, ist das ein Nominierungsvideo, wo sie ganz viele Channels nominiert hat bei der Kartoffel-Zwiebel-Outdoor-Indoor-Challenge. Und da waren wir mit bei. Ihr seht heute das Video zu der Challenge Kartoffel-Zwiebel-Indoor-Outdoor. Und los geht's. Was brauchen wir? Kartoffeln, Ei. Ach, ich habe noch gar nicht gesagt, was wir machen wollen. Ich hole erstmal die Sachen, wartet. So. Da haben wir schon, was wir brauchen. Eine rote Zwiebel, Kartoffel, ein Ei. Wir machen heute Weibekuchen. Anders gesagt, Kartoffelpuffer. Ich muss jetzt einmal kurz Kartoffel schälen. So, Kartoffeln sind geschält. Jetzt kann ich anfangen, die zu reiben. Reiben wir mal eben schnell die Kartoffeln. Ich nehme hier die gröbste ein, das gröbste Loch. Man kann aber auch die etwas feinere nehmen. Ich finde aber so ein bisschen, was an Struktur wollen wir ja auch haben. So, Kartoffel ist gerieben. Die tue ich mir jetzt hier in meinen Durchschlag, in meinen Sieb. Und lass die gleich schön abtropfen, damit das Wasser da rauskommt. Und jetzt reibe ich mir mal eben schnell meine halbe Zwiebel. Ich reibe mir jetzt mal eben schnell meine halbe Zwiebel. Ich nehme wie immer, weil ich mag die halt am liebsten, eine rote Zwiebel. Aber klassisch gehört da eigentlich eine weiße rein. So, Zwiebel ist jetzt auch dabei. Jetzt haben wir das beides hier in meinem Sieb. Und ich drücke das jetzt einmal so ein bisschen, damit da jetzt die Flüssigkeit rauskommt. So, den Inhalt von meinem Durchschlag tue ich jetzt hier schon mal hinein. Die Flüssigkeit, die lassen wir jetzt stehen. Da soll sich jetzt so ein bisschen die Stärke setzen. Dann werden wir gleich das pure Wasser abgießen und die Stärke tun wir zu unseren Kartoffeln. Ein Ei tun wir da jetzt zu. Ich hasse Eiweiß an den Fingern. Ist es eklig. Schön Pfeffer und Salz da rein. Noch ein bisschen Muskat reinreiben, wenn es geht, auch gleich frisch. Super. Jetzt vermengen wir das alles schön miteinander. Flüssigkeit habe ich jetzt abgegossen hier. Und ich tue jetzt hier schön unsere Stärke wieder hinein. So. Weil die gibt uns dann gleich noch ein bisschen Halt, wenn wir die gleich schön in die Pfanne tun. So, jetzt tun wir uns hier schön was von unserer Masse auf unseren Teppanyaki-Grill. Ihr könnt natürlich auch jederzeit eine Pfanne benutzen, das ist gar kein Problem. Drücken den hier so ein bisschen dünner und lassen den jetzt hier anbraten. Meine ersten zwei sind jetzt ja so ein bisschen nach da hinten gerutscht. Ich mache hier vorne jetzt die nächsten zwei und dann werden wir gleich mal die hinteren umdrehen. Damit ihr mal seht, wie richtig schön die aussehen. So ein bisschen runterdrücken, damit die nicht so mega dick werden. So, und jetzt drehen wir mal einen um. Sehen die nicht geil aus? Ich finde, die sehen richtig geil aus. So. Das sieht doch richtig, richtig schön goldbraun und knusprig aus. Die brauchen jetzt hier auch noch mal so 3-4 Minuten,
und dann sind die auch schön fertig. Man muss so ein bisschen Fett, muss man schon auch, wenn man eine Pfanne benutzt, muss man schon Fett benutzen. Ohne Fett funktioniert das nicht. Das muss so ein bisschen schwimmen, das Ganze. Jetzt haben wir 6 Reibekuchen in unserem Teppanyaki-Grill liegen. Die hinteren sind schon fertig, die tue ich uns jetzt mal auf einen Teller. Oh, sehen die klasse aus. Ja, damit sind wir, glaube ich, fertig. Ich meine, dass diese Challenge damit bestanden ist. Schatz, was sagst du dazu? Ja, natürlich hast du bestanden. Guck mal, richtig, richtig toll aus. Ja, fast wie auf dem Weihnachtsmarkt hier in Hamburg, ne? Genau. Den wir ja auch lange nicht mehr hatten. Hoffentlich gibt es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt. So, damit, glaube ich, ist unser Video durch. Ich werde unten wieder die Einkaufsliste reinstellen. Ist ja nicht so viel dieses Mal. 5 Teile, 6 Teile, die man braucht. Und ja, damit war es das für heute. Halt. Ich habe ja ganz was vergessen. Die 9 Nominierungen. Weil immerhin geben wir es ja auch weiter. Ich nominiere Henslers Schnelle Nummer, Sallys Welt und So lecker aus Schweden. Viel Spaß euch noch und backt die doch einfach mal nach. Wir sagen Tschüss und Frank von footballhamburg.de. Ciao, ciao.